Grundlagenwoche auf Mallorca. März 2022, 6 Uhr morgens, es geht zum Flughafen nach Düsseldorf. Ja, zusammen mit den Edelhelfern geht es für eine Woche auf die beliebte Urlaubsinsel nach Mallorca. Eine Woche lang Grundlagenausdauer auf dem Rennrad trainieren, unter blauem Himmel, frühlingshaften Temperaturen, Sonne, Strand und Meer. Ja, so war zumindest der Plan. Vorab nur so viel. Gut, dass ich meine Regenjacke mit im Gepäck hatte. Bist du da drauf, ey? Sehr schön. Von uns hatten ihre eigenen Räder mit. Ich persönlich hatte für die Woche ein Leihrad, was im Nachhinein vielleicht nicht die optimalste Lösung war. Wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich doch eher auch dazu tendieren, mein eigenes Bike mitzunehmen. Das ist jetzt hier unsere Trainingsgruppe von links nach rechts, die Anja, der Simon, der Jörg, der Leo, der Fuhr, die Angela, meine Wenigkeit, der Rainer, unser Guide, der Christoph, der Martin und der Sascha. Checken im Hotel haben wir dann unsere Räder zusammengebaut, beziehungsweise einige von uns haben ja dann ihre Leihräder bekommen. Es ging dann auf die erste kleine Einrollrunde über 82 Kilometer in die Ortschaft Petra. Hotel liegt im nördlichen Teil der Insel in Campicafor an der Küste von Alcudia und von hier aus geht es jetzt Richtung Petra durch die Ortschaft Santa Magalida. Es selbst, wenn ihr nach oben schaut, nix, blauer Himmel, Sonnenschein, es war bewölkt. Ja, ab und zu kam zwar mal die Sonne durch, aber wenn man mal nach Deutschland rüber geschaut hat, auf die Wetter-App, das war ja wirklich die ganze Woche blauer Himmel, Sonne pur. Da hätten wir hier gerne etwas von abgehabt.
Ortschaft Santa Margalida erreicht, oder wie der Spanier es ausspricht, Margarita. Die komplette Gemeinde hat über 12.000 Einwohner. Hier in der Ortschaft leben ca. 3.500. Ist also ein relativ kleiner Ort, aber ein sehr authentischer Ort. Fernab vom Tourismus ist hier wirklich noch das pure spanische, mallorquinische Leben. Also wer keine Lust auf Tourismus hat, der ist hier in dieser Ortschaft sehr gut aufgehoben. Zweimal in der Woche gibt es hier einen Freiluftmarkt, der ist sehr traditionell. Dienstag und Samstag von 9 bis 13 Uhr. Weiter geht es von Santa Margarita nach Petra. Petra ist ein sehr zentral gelegener Ort auf der Insel. Hier treffen sich immer sehr, sehr viele Radfahrer. Ich mag das da durch, meint er. Thank you.
Ja, die Ortschaft Petra hat ca. 2800 Einwohner und liegt in einem Weinanbaugebiet. Ich habe nicht so lange Arme, das ist geil, was? Ich komme mich auf die Berg gleich. Da wir ja Männer sind, gehen wir auch die Tür so. Danke. Gravel Road. Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Nach 30 Kilometern, einem Cappuccino und einem Käsekuchen geht es weiter nach Sineo. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, said it so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Ich fighte zu meinen
Ja, in Ceneo, da leben ca. 3.800 Einwohner und die Ortschaft ist das geografische Zentrum der Insel Mallorca. Ja, mittwochs wird es hier immer sehr, sehr voll in der Ortschaft, weil es hier den einzigen Wochenmarkt auf der Insel gibt, wo noch Vieh verkauft wird. Hier kann man also Kühe, Schweine, Hühner kaufen. Und das zieht halt immer jede Menge Touristen und Einheimische an. So, weiter geht es bis kurz vor Inca. Vor Inca sind wir dann rechts abgebogen Richtung Muro. Und von Muro aus ist es dann nicht mehr allzu weit bis zum Hotel nach Campica vor. Gemeinde Muro hat ca. 7000 Einwohner und hier gibt es noch sehr viel Sandsteinarchitektur, die man bewundern kann. Und im Osten der Stadt gibt es sogar noch eine Stierkampfarena, die aktuell sogar noch in Betrieb ist. Auto. Die letzten 10 Kilometer geht nur noch bergab, oben von Muro runter bis ans Meer.
Das war doch gut, oder? Alles super. Was drei. Ja, wir sind deinem Tipp gefolgt. Kaffee trinken und nach Hause. Also, ja, das hat gepasst. Ja, also. Super, kein Regen, kein nichts. Genau, kein Regen. Das heißt, bisschen Wind. Das ist auch nicht schlimm. Wind war es. Ja, Essen ist... Also morgen scheint der beste Tag zu werden. Also macht bitte eins, ohne Scheiß, damit das eine schöne Woche wird. Immer nachführen. Immer, also jede halbe Stunde. Das ist nicht die Woche, um zu hungern, ne? Das ist die Woche, um reinzuhauen. Das war jetzt gerade die letzten 20 Kilometer. Hättest du was gesagt? Ich wusste nicht, ich habe ja was dabei, aber ich wusste nicht. Ich habe gedacht, wir sind jetzt gleich da, weil du bist jetzt von 60. Ja, ja. Ich dachte, ja, wenn meine Frau dabei wäre, würde die sagen, okay, 60, das heißt, das sind wahrscheinlich 80 oder 90. Okay. Realistischerweise. Danke für die 160. Ja, das war jetzt hier der erste Tag auf Mallorca. Hier seht ihr noch ein paar Tourdaten von heute. Die Gesamtlänge 82 Kilometer auf 657 Höhenmeter. Reine Fahrzeit 2 Stunden 47 Minuten. Durchschnittsgeschwindigkeit 29,5 km/h. Maximale Geschwindigkeit 57 bei einer Außentemperatur von 16 Grad. Und nächste Woche Sonntag zeige ich euch dann Tag 2 und Tag 3. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne neue Woche. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.